Jo, hi Leute, heute präsentiere ich euch von San Andreas Mod Installer ein Script, wo ihr das, wie ihr das erstellen könnt. Ja, zudem ladet ihr erstmal einen Mod runter, von GDA Inside oder sonst diversen Seiten. Zum Beispiel jetzt bei Cars, ein Subaru Embracer Tunable, wenn ich den jetzt finden würde. Scheiß Werbung. Wo ist das? Wo ist, wo war das? Mist, da. Ne, den nicht, den nicht. Den hier. Den downloadet ihr euch, haut irgendwo hin, auf den Desktop oder am besten in extra Ordner, wie ich hier, Cars. Aber Stunden jetzt auf Desktop. Auf den Desktop. Danke. So, das minimieren wir das halt. Jetzt öffnet ihr San Andreas Mod Installer. Falls ihr den noch nicht runtergeladen habt, könnt ihr das dies auch könnt ihr dies auch auf GTA Inside machen. Beispiel geht ihr auf Tools und Tools zum Einfügen neuer Downloads drauf und dann seht ihr hier zum Beispiel, das könnt ihr auch runterladen. Das ist halt GTA Garage Mod in Mod Manager, das ist dann sowas, ist ein Video schon dazu. Hier ist San Andreas Mod Installer, den könnt ihr euch runterladen. Braucht ihr aber NetFreeWorks 1.0 für Windows. Das war's eigentlich. Denk mal, steht's hier drüber. Ja. So, schließen wir die Seite jetzt mal. So, dann öffnet ihr das Programm und geht hier unten auf Scripter. Da seht ihr dieses Script-File und New und oben. Und wenn ihr ein Script habt von Semi, das ungefähr falsche Seite. Oh, hab ich gelöscht. Ungefähr. Warte mal. Ach, Mann. Jetzt hab ich verredet. Wenn ihr so eins habt, dann braucht ihr einfach bloß Doppelklick drauf machen. Und dann kommt das hier und dann auf Kontion und. Aber ich mache jetzt Back und Exit. So, jetzt macht ihr hier, klickt ihr auf New. Und ich packe es kurz, schnell doch den Ordner. In Ordner. Da rein. So. So, die Dateien könnt ihr löschen. So. Dann habt ihr die Dateien hier. Die müssen alle ersetzt werden. So. Dann macht ihr jetzt ganz einfach. Geht hier drauf auf den Ordner und gibt hier unten irgendwas ein, was euch gefällt. So, dann hier nochmals eingeben. Wenn ihr auf Channel geht, geht das nicht weiter. Gemein Subaru so habe ich eingegeben, so okay, hier könnt ihr Beschreibung des Mods eingeben, was es ist und bla bla bla. Hier ist halt Mod Version, welche Version das ist und dies und das. Lesen mal so, hier könnt ihr welche von wem das erstellt wurde, den Namen eingeben. Hier könnt ihr E-Mail-Adresse von denjenigen eingeben und hier eine Website-Adresse. Und hier additional information, weiß was das heißt, kann kein Englisch. So, dann habt ihr das hier. So, dann geht ihr unten auf Patch AD. Dann auf Masked Image File, bla bla bla, was auch immer. So, dann geht ihr hier drauf. Dann nehmt ihr den Subaru-Ordner und geht von unten nach oben. So. Dann müsst ihr das öffnen, dann seht ihr dass das hinzugefügt wurde. Was das da unten bedeuten sollte, das weiß ich nicht. Ist mir egal. So, dann geht ihr auf Save. Da steht das da, hast Save, bla bla bla. Okay, dann könnt ihr das schließen. So, das auch schließen. So, dann geht ihr drauf, auf den Ordner. Dann seht ihr das hier, geht wieder doppelt, macht Doppelklick drauf. Nicht Dreifachklick. Hallo? Schließen. Nochmal. Ich habe ein kleines Problem gerade. Okay. Geht ihr auf Installing und dann einfach installieren lassen.
Seht ihr unten irgendwas blinkern, dann installiert er das. Bling, 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 bling. So, dann geht ihr auf Exit. Falls ihr San Andreas Multiplayer habt, könnt ihr ja dort testen. Ich gehe jetzt mal kurz zu meinen Kollegen ins Game rein. Akzept. Spawn. Next. Blablabla. User joined your channel. Hallo. Hallo. Gucken kurz, ob das Video gemacht wurde. Wo ist ein Dragon? Weißt du, schon unten. Hä? Unten. Ja, den kann ich nicht sehen. Ist der Essen oder was? Denke mal schon. Ja, jetzt bin ich auf dem Server, jetzt gibt es mal Kamini. So. Sollte mal das. Oh. Chandler. Sucht euch einen Sultan raus. Hier haben wir einen. So, dann sieht er so aus. Katjun. Junos. Sultan. So, da seht ihr das. Und bla bla bla. So halt. So, das war das Auto dann und bla bla bla. Ja, ich hoffe, ihr habt es jetzt kapiert und ihr wisst jetzt, wie es geht. Falls ihr noch Fragen habt, fragt mich oder auch fragt GP Girl aus dem Server von Next Generation Party und halt dies und das. Ja, ich hoffe, ich werde demnächst noch ein anderes Video machen über die anderen Dinge, wie Art und Duplikate und bla bla bla. Ja, dann heißt bis zum nächsten Mal und tschüss.